Hallo, liebe Zuschauer, begrüßt euch zu einer weiteren Indie-Ecke Bomb Squad Academy, wie der Name schon viel leicht verrät. Hier geht es darum, Bomben zu entschärfen. Das Ganze ist ein Knobelspiel, ja, ein Spiel für zwischendurch. Und im Prinzip, ja, geht es halt darum, richtige Schaltkreise bzw. die Bomben in der richtigen Reihenfolge zu entschärfen, damit sie nicht hochgehen. Ich meine, das ist das ultimative Ziel. Jede Bombe hochgehen lassen, das ist eigentlich relativ einfach, aber das ist nicht Ziel des Spiels. Ich würde sagen, wir starten einfach mal von Anfang an rein und kriegen dann das kompletten Basics mit. Kann ich gar nicht mehr von Anfang an spielen? Doch, geht. Dann wird uns alles erklärt, natürlich auf Englisch oder leider auf Englisch, wie das, funktioniert das Spiel. Es gibt diese Schalter hier. Meistens bestehen die Bomben immer aus einer Batterie. Dann der Schalter dazu, der natürlich irgendetwas auslöst. In dem Fall hier den Buzzer einschaltet. Weiteres Beispiel, wie man mit Schaltern umgeht. Ihr seht immer, wie der Strom hier fließt von der Batterie hier aus. Der Schalter ist eingeschaltet, deswegen leuchtet die Lampe. Wenn ich jetzt hier noch einschalte, geht der Strom hier rum. Und dann das Ganze hier nochmal und schon leuchten alle LEDs so, wie es die Aufgabe vorgesehen hat. Jetzt haben wir 5 Minuten Zeit, um diese Bombe zu entschärfen. Normalerweise hat man deutlich weniger Zeit. Und wir schauen mal, was wir tun können bei dieser Bombe. Wir können nicht direkt sie vom Strom trennen, weil der Strom von der Batterie läuft hier hoch und hier hoch. Wenn jetzt irgendwo hier ein Schalter wäre, dann könnten wir einfach den Strom ausschalten. Aber in dem Fall müssen wir jetzt einfach mal darauf achten, wird hier unten dieser Schaltkreis eingeschaltet, explodiert die Bombe. Um die Bombe zu entschärfen, müssen wir halt A und B erleuchten lassen. Ihr seht schon, der hier steht auf On. Den schalten wir mal off. Dann können wir nämlich jetzt problemlos diesen Schalter umlegen. Und dann dementsprechend die Bombe hier entschärfen. Der erste richtige Test. Schauen wir einfach mal. Hier Strom von der Batterie, der hier rumfließt. Ich denke, das ist ganz einfach. Hier den Stromkreis ausschalten, damit hier dieser Power-Schalter keine Energie mehr hat. So einfach kann es sein. Es hätte sicherlich auch noch eine andere Möglichkeit gegeben. Was haben wir jetzt hier für ein Problem? Hier läuft der Strom hier rum. Können wir das mal einschalten. Dann leuchtet A. B können wir auch einschalten. Hier geht der Strom dann hier entlang. Hier unten entlang soll er nicht. Dann schalten wir den Schalter mal aus. Und können so die Bombe entschärfen. Das Ganze sieht jetzt schon ein bisschen komplizierter aus. Und hören wir mal den Strom hier an. Dann haben wir A. Ich schalte mal den Schalter hier unten bei Detonate wieder auf aus. Dann kann uns nämlich im Prinzip nichts passieren. Ihr seht, der Strom bleibt dort hängen. Das ist vielleicht ein ganz guter Tipp, immer mal zu gucken bei den Detonationen, was man da eventuell vorher ausschalten kann bei dieser Detonationslampe. Und natürlich gibt es auch Wires in dem Spiel, die man durchschneiden kann. Dann dementsprechend kein Strom mehr fließt. Klappt aber auch nicht immer. So, diese Bombe sollen wir entschärfen. Schauen wir mal. Hier läuft der Strom hier oben entlang. Den können wir schon mal anschalten. Hier unten detoniert. Der läuft hier rum. Das heißt, wir müssen das Kabel durchtrennen, damit dort kein Strom hinfließt und die Bombe nicht explodieren kann. Wenn wir ganz viele Wires haben, schauen wir einfach mal. Der Detonate-Button bzw. hier unten die Lampe ist dieses Kabel. Und einfach nur dieses Kabel durchtrennen, oder? Dann kann Detonate ja schon gar keinen Strom mehr bekommen. Genau. Und das war der erste Abschnitt. Seht schon, gibt eine ganze Menge Levels, die es zu spielen gilt. Und in diesem Abschnitt, da war ich jetzt selbst noch nicht. Schauen wir also mal rein. Diese rote Komponente hier gibt es. Die braucht zweimal Strom, damit der Strom durchgeleitet wird. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Sehr schön. Und jetzt sollen wir diese Bombe entschärfen. Hier unten den Strom aus, damit der Strom nicht durchgeleitet wird, wenn ich das jetzt einschalte. Genau. Bisher noch keinen Fehler gemacht. Ist ja auch immer doof, beim Bombenentschärfen Fehler zu machen. Meistens macht man den Fehler nur einmal. Und dann nie wieder. Das sieht schon ein bisschen komplizierter aus. Der Detonate. Die Detonate-Lampe hier unten steht auf Off. Das ist schon mal gut. Dann brauchen wir im Prinzip nur alles einschalten, oder? Manchmal kann es so einfach sein.
Es gibt nachher natürlich noch mehr Gegenstände, die in den Bomben vorkommen können. Können wir eine Power ausschalten? Können wir nicht ausschalten. Den Detonate-Button, können wir den irgendwie umgehen? Beziehungsweise die Lampe. Okay, das war keine gute Idee. Ich habe gerade jeden umgebracht. Na toll. Lass mal hier den Strom aus. Leiten ihn weiter durch. Der geht dann bis dorthin. Ja genau, so einfach ist es. So einfach nur hier die Strecke unterbrechen, die ja natürlich runterführt zu dieser Detonation-Lampe. Okay, this board will really challenge you, I guarantee. But don't panic, you can do it. Oh je, okay. Der Strom läuft hier oben entlang, hier runter, ist hier noch ausgeschaltet. Das Kabel durchtrennen, damit da unten kein Strom durchfließt. Die hat schon Fehler gemacht. Ich glaube ja. Ja, das war schon verkehrt. Die wollen wir nochmal neu starten. Machen wir das nochmal. Das Kabel hätte ich gar nicht durchschalten, schneiden dürfen. Genau. Und jetzt müssen wir hier noch einschalten. Das war doof. Das Ganze nochmal bitte. So, wenn ich den Strom jetzt einschalte, geht der hier entlang. Speist sowohl Leuchte A als auch hier unten diese Leuchte. Es geht hier rum, hier rum, hier rum, hier rum. Ich muss das Kabel durchtrennen, oder? Damit hier nur einmal Strom reinfließt. Jetzt dürfte nichts passieren, wenn ich jetzt den Schalter umlege. Genau. Da jetzt hier der eine Stromkreis weggenommen wurde, sonst wäre das wieder hier runter. Und hätte dann halt die Bombe explodieren lassen. Ja, das Spiel gibt's auf Steam für 7 Euro dort erhältlich. Hier haben wir jetzt neue Switches, okay, die angeben, in welche Richtung der Strom fließt. Now turn on the display. Okay. Und dann den Strom hier runter fließen und da hoch. You rock. You do indeed. Danke. Okay. Jetzt müssen wir den Port hier hinten, müssen wir da den Strom hinführen. Das kann doch nicht so schwierig sein, oder? Genau. Sehr schön. Rotary switches are pretty fun. Let's see if you can figure out this maze. Oh nee, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, Strom geht wieder hier rum. Wir dürfen auf jeden Fall diesen Schalter hier nicht umlegen. Wir müssen erst den umlegen, damit der Strom jetzt nach oben geleitet wird. Genau. Richtig. Puh, okay. Na, es wird halt komplizierter mit der Zeit. A und B, detonate. Detonieren kannst du doch gar nicht, oder? Manchmal kann es so einfach sein. Wollte ich gerade sagen, es ist so gar nicht möglich, da nach A und B Strom hinzubekommen. In dieser Schaltung. Deswegen einfach Strom wegnehmen. Und explodieren können hätte die Bombe sowieso nicht, außer als wäre die Zeit runtergelaufen. This thing is ready to blow. Be carefully. Strom können wir nicht ausschalten. Okay, hier oben haben wir noch eine zweite Batterie. Wenn sie hier rumfließt und ich schalte das ein, fließt dahin. Okay. Dann müssen wir den Strom einmal hier schalten, damit wir A eingeschaltet haben. Der bewirkt gar nichts. Den darf ich nicht einschalten, sonst geht die Bombe hoch. Oder? Ja. Probieren wir das nochmal.
Okay, ist der Schalter also generell tabu. Außer ich kann hier noch irgendwo das grüne Kabel durchschneiden, damit hier kein der Strom von hier dann dort nicht mehr entlang fliegen kann. Jetzt müsste ich den Schalter eigentlich umlegen können. Halt, Moment. Normal eins nach dem anderen. Wenn ich den Schalter umlege, geht die Bombe hoch. Ich muss also grün deaktivieren und ich muss den Schalter umlegen, damit der Strom, der ja von hier kommt, da nicht mehr durchgehen kann. Richtig? Genau, der wird nämlich jetzt hier an dem Schalter geblockt. Strom fließt hier weiter. In der Runterstelle ist C aktiviert. Jetzt kann ich noch den runterleiten, um den Strom hier entlang zu leiten. Und den Strom hier runterleiten durch das rote Kabel, um A erleuchten zu lassen. Genau. Sehr schön. Nicht schlecht. Okay, this is the final circuit für diese Section. Strom geht hier entlang, geht hier runter. Können wir Power nicht ausschalten. Strom fließt hier oben entlang. Zack, 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 zack. Okay, müssen wir anders kriegen. Wie kriegen wir B erleuchtet? Strom hier oben entlang leite. Einmal umleite. Ja, das bringt mir auch nichts. So kann ich A und B. Genau. Aber wie kriege ich jetzt C zum Leuchten? Strom fließt hier entlang. Einmal hier rüber und ich könnte ihn hier entlang leiten. Und den Schalter noch umlegen, damit der Strom von hier dann hier rüber geht. Richtig? Ja. Yes! Sehr nice. Naja, gut. Würde ich sagen, lassen wir es an der Stelle gut sein. Ihr habt es gesehen. Bomb Squad Academy. Für zwischendurch mal so ein kleiner Knobler. Bisschen was für die grauen Zellen zu tun. Ist ja gar nicht so verkehrt. Wie gesagt, auf Steam erhältlich. Kostet dort 7 Euro. Nett gemachtes Spielchen. Ich mag's. Und für zwischendurch ganz gut. Bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.